gibt so viele alte Frauen, die zu nichts mehr nütze sind. Was ist schon dabei, wenn man die um ihr Geld erleichtert? Das mit dem Mord schlag dir lieber aus dem Kopf. Denk dir was anderes aus. Und was deine Schwester betrifft, sieh zu, dass sie den Alten nicht heiratet. Wäre schade. Monestier, wollen Sie nicht auf Nicole verzichten? Aber sie hat ja gesagt. Von meiner Mutter und Nicole, die keinen Sou besitzen, frage ich Sie. Aus welchem Grund will Nicole Sie heiraten, Monestier? Ich habe meine Gründe. Willst du die hören? Ich spreche mit Monestier. Sie werden hier geduldet wegen Ihres Geldes. Und Nicole will Sie heiraten wegen Ihres Geldes. Sie hatten Mitleid mit meinem Vater. Und mir haben Sie die Hand gegeben auf dem Quai. Eines Tages werde ich vielleicht zu Ihnen kommen. Weil ich Ihr Mitleid nötig habe. In dieser Gegend hier gibt's nur arme Schweine. Und wie sie manchmal außen. Lauter Elend rundherum. Aber Madame Auvet hat damit ihr Geschäft gemacht. Ich sag's nur, damit Sie wissen, was mit ihr los war. Nehmen Sie an, Madame Auvet steht vor Ihnen. Hätten Sie den Mut, ein Messer herauszuziehen, es zu öffnen, zuzustoßen? Können Sie sich das vorstellen? Ha? Glauben Sie mir, sowas kriegt nur ein Schweinehund fertig. Sind Sie in diese Mordgeschichte verwickelt? Wenn man sich Mühe gibt, gelingt es einem, den Schein zu wahren, wenn es auch nicht immer glückt. Raus mit ihm! Wissen Sie, solche Leute vom Schlage der Madame Auvet, die Hehlerei und Wuchergeschäfte betreiben, die führen im Allgemeinen Bücher. Und diese Bücher haben wir gefunden. Allmählich durchschaue ich Sie. Ihr Spiel zieht bei mir nicht. Beweise will ich haben. Und Sie werden mir die Beweise bringen. Wollen Sie mich jetzt gefälligst in Ruhe lassen? Sie brauchen gar nicht so zu schreien. Seinem Schicksal entgeht kein Mensch. Auf Wiedersehen.